aus alten Tagebaulöchern Wasserparadiese machen zu diesem schönen Zukunftsbild, kam vor 10 Jahren der blanke Horror, als es in Nachterstedt einen schweren Erdrutsch gab, der mitten in der Nacht 3 Menschen in den Tod riss und 40 das Zuhause nahm. Die Tragödie in Sachsen-Anhalt sorgte dafür, dass man auch in Brandenburg mit dem Lausitzer Seenland noch mal ganz anders umgehen musste. Über die Konsequenzen, Anke Blumenthal. Von einem Augenblick zum nächsten ist die Selbstsicherheit kleiner geworden. Das Selbstvertrauen, eine ganze Landschaft neu gestalten zu können. Nachterstedt hat alles verändert für die Bergbausanierer. Wir sind ja uns allgegenwärtig, dass Bergbau immer auch ein Kampf mit der Natur ist und auch eine gewisse Demut vor diesen Naturgewalten. Aber es ist das erste Mal in der Bergbausanierung passiert, dass auch Unbeteiligte Opfer geworden sind. Die gesamte Sanierung in Ostdeutschland kommt auf den Prüfstand. Denn auch in der Lausitz passieren immer wieder Rutschungen. Nur ein Jahr nach Nachterstedt rutscht eine Innenkippe bei Spreetal, als während der Sanierung Lkw darüber rollen. Die Fahrer können sich in Sicherheit bringen. Der Untergrund war in Bewegung geraten. Man kann das auch vergleichen mit dieser Haut auf einer Milch, die sich bildet. Da können Sie auch eine Menge Zucker drauf streuen oder auch mit dem Finger drauf drücken. Die hält relativ viel aus. Aber wenn dann eine Überlast da ist, und damit war ein Initial gegeben durch diese Bodenaufschüttung an diesem Stelle, ist dieses Material eben ausgeflossen. Das Erste, was danach passiert, tausende Sperrschilder werden aufgestellt. 30.000 Hektar dürfen im Seenland insgesamt nicht betreten werden. Niemand will Menschenleben aufs Spiel setzen. Und der große Plan vom Urlauberparadies erscheint futsch. Investitionen waren nicht mehr möglich. Wir mussten ganz neue Ideen entwerfen, wie wir mit kleineren Investitionen die Region nach vorn bringen, wie wir auch damit umgehen plötzlich, dass Sachen, die in den 90er Jahren schon saniert waren, plötzlich wieder rutschen und dass damit natürlich eine Veränderung einfach notwendig ist in den Köpfen und dass sozusagen der Mensch nicht der ist, der alles bestimmt. Während sich also Unternehmer und Touristen in Geduld üben müssen, suchen die Sanierer nach neuen Methoden. Neben Sprengung und der üblichen Rütteldruckverdichtung, hier im Bild, kommt seit neuestem die schonende Sprengverdichtung zum Einsatz. So wird statt großer Mengen von Sprengladungen, werden kleine gezielte Sprengladungen zwischen 5 und 10 Kilo an vielen Stellen punktuell in eine Kippe eingebracht. Das Ziel ist, ein gleichmäßiges Setzen dieser Kippe, möglichst auch mit dem, was da vielleicht draufsteht, an Baumbestand oder Bewuchs. Doch diese Methode kostet Zeit. Urlaub machen im Seenland, das geht natürlich längst. Warum also nicht die Sanierung selbst zum Ferienerlebnis machen? Der Tourismusverband hat genau das entdeckt. Wir sind selbst in der Flutungszentrale bei der LMBV, um einfach zu erklären, wie entsteht das Lausitzer Seenland, wie verändert sich das alles. Also da legen wir sehr bewusst Wert drauf und schauen natürlich auch, was gibt es Besonderes in der Region. Wie lange welche Flächen in der Lausitz gesperrt bleiben, ist unklar. In Nachterstedt ist seit kurzem ein Uferabschnitt wieder freigegeben, nach 10 Jahren Sanierung.